Hör auf, mit meiner fucking Freundin zu schreiben, du Hecht. Du meinst unserer Freundin, Bro. Bevor es losgeht, lasst nochmal ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Los geht's. Ey, Diggi, muss dir was erzählen. Was denn? Bro, ich hab einfach versehentlich eine lebende Ratte gegessen. Scheiße, was? Das Mistvieh frisst dich von innen auf, Alter. Nee, Mann, kein Ding für den King. Hab kurz danach Rattengift hinterhergeschoben. Damn, du bist ja so smart, Mann. Du kommst im Leben nicht drauf, was ich gerade tue. Hoffentlich sterben. Oh ja, Baby, nah dran. Ah, schade, scheinbar nicht nah genug. Alter, ich liebe dieses Mädchen wirklich über extrem, Rafa. Alter, das Mädel ist 13 und du bist 28. Ach, das Alter ist doch eh nur eine Zahl, Diggi. Ja, natürlich. Und der Knast ist lediglich ein Raum, Dummkopf. Natalie, kannst du bitte der Lehrerin sagen, dass ich heute nicht zur Schule komme? Oh klar, was ist denn los, Johnny? Ach, mir geht's momentan einfach nicht gut. Bin deswegen auch im Krankenhaus. Oh, geht's noch? Du hast echt ein Gesicht wie ein Feuermelder. Würde am liebsten reinschlagen, bis es mal ordentlich klingelt. Scheiß Schulschwänzer. Schau mal, mein Lieblingsbild von uns im Jahr 2019. Hä? Und wo bin ich? In 2018. Wie jetzt? Mach's gut, Paul. Oh mein Gott. Hi, hab grad etwas extrem Krasses über Nicole erfahren. Das glaubst du nie. Oh mein Gott, wie geil. Drama. Warte kurz. Huhu. Okay, jetzt erzähl, Bae. Warum bist du nur so, Charlie? Hallo, 110, ist da die Notrufzentrale? Ja, hallo, 110, Notrufzentrale, wie lautet Ihr Notfall? Zwei Weiber kämpfen um mich. Und was ist Ihr akutes Problem, Sir? Na, die Hässliche gewinnt. Yo, Bro, no homo, wie läuft die Schule, Digga? Geht. Der Orangensaft ist konzentrierter als ich. Boah, derbe mies, Bruder. Sag mal, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flugzeug abstürzt? Hab so Angst vorm Wochenende. Kein Plan. Aber ich kann dir versichern, dass ich am Wochenende zu 100% abstürzen werde. Oh, typisch. Yo, Brody, hilf mir mal eben bei Mathe. Du hast 20 Euro. Du gibst Anna, Laura und Vanessa jeweils 5 Euro. Was bleibt übrig? Yo, ganz ehrlich? 3 Blowjobs und noch genügend Geld für einen Döner. Hey, Süße. Du warst super letzte Nacht. Hast echt talentierte Lippen, meine Liebe. Ich bin Charlies Vater. Ach, hey, Hallöle. Ihre Tochter hat wirklich sehr talentierte Lippen an der Karaoke, Herr Steinbart. Sie kann wirklich gut singen. Aha. Schon mal 1 Liter Blut durch die Nase gespendet? Nee. Bald wirst du die Erfahrung machen. Hey Sis, wie alt ist eigentlich deine Tochter mittlerweile? 51 Monate. Wo wir schon mal schreiben. Weißt du, wann heute der Supermarkt zumacht? Jap, in 822 Minuten. Hey, ich habe ein Problem. Meinst du die Arbeit morgen? Hey, ich habe 2 Probleme. Oh Mann, ey. Langsam werde ich echt müde davon. Okay, wovon? Ja, dass mir ständig eure Jungs schreiben. Jeder will mich. Ja, das verstehe ich auch nicht. Bei deinem Anblick? Tja, Tatsachen sprechen für sich. Hab 12 Nachrichten von Jungs. Ja, du weißt ja, wie das ist. Niedrige Preise ziehen die Leute an. Du kleiner Discounthandel. Noch so ein Gag, Zähne weg. Was habe ich nicht, was deine Freundin schon hat, Jason? Ein Freund, Lisa. Du bist doch der typische Fall von einem gerissenen Kondom. Pack dir an die eigene krumme Nase. Dein IQ ist so hoch wie ein Blatt Papier. Wer will dich schon? Hey du, Lust auf ein Käffchen diese Woche? Bisschen quatschen? Oh, sorry. Bin ausgerechnet an dem Tag beschäftigt. Hä? Ich hab doch noch gar keinen genauen Tag genannt. Ich weiß. Bin an dem Tag trotzdem beschäftigt. Sag mal, hast du mich eigentlich? Nein, also nicht direkt. Aber würdest du auf einmal Flammen fangen und hätte ich zufälligerweise ein Glas Wasser in der Hand, dann, ja, dann würde ich es lieber selber trinken. Hey! Hi! Ich glaube, ich liebe dich. High five! Wow, du mich etwa auch? Nee, aber wir beide lieben mich. Komm her und lass uns den Kampf wie richtige Männer in einer Runde Fortnite 1 gegen 1 Battle Royale austragen, alright? Oh nein, warte. Du hast ja gar keine PS4. Mimi. Oh, lass uns den Fight doch mal im Real Life austragen, Freundchen. Oh, warte. Du hast ja gar keins. Mimi.
Hey Hermine, nennst du mir endlich die Geheimzutat deines tollen Backrezepts? Ich liebe deinen Kuchen einfach. Ja, na klar. Wieso nicht? Nenn Tröpfchen Vaginalextrakt. Wow, ernsthaft? Was habe ich mir angetan? Was habe ich mir da reingezogen? Ups, sorry. Meinte Vanilleextrakt. Na, hoffentlich. Anke, ich liebe dich. Sorry, Jack, aber ich brauche Platz. Ich liebe dich. Perfekt. Ich dich auch. Na, wie geht's? Super. Dir? Auch. Bist du eigentlich immer noch Single? Wer ist das? Sieht aus, als wäre er in Schwierigkeiten. Tja, das bist du, wie du versuchst, aus der Friendzone rauszukommen. Geh und mach sofort dein Bett, Janis. Ich wiederhole mich nicht nochmal, Freundchen. Ey, Menno, wieso soll ich mein Bett machen, wenn ich nachts eh wieder drin schlafe? Warum sollte ich dich füttern, wenn du eh irgendwann stirbst, Schmock? Bist so nervig, ey. Paps, jetzt mal ehrlich bitte. Bin ich adoptiert? Wie oft noch? Nein. Wieso sollte ich denn ausgerechnet dich nehmen, wenn ich die Wahl gehabt hätte? Alter, du bist so ein Loser. Wenn es einen Contest für Verlierer geben würde, würdest du da locker den zweiten Platz machen. Warum nicht erster? Weil du ein Loser bist, du Klosett. Wow, du bist wunderschön. Danke, du bist auch ganz süß. Perfekt, es passt also zwischen uns. Welche Sexposition magst du am meisten? Ich nenne sie den Mond. Du entfernst dich einfach 384.000 Kilometer von mir. Und dann? Fertig, das war's mit dem Bums. Oh, Mann. Was los, Brudi? Was macht man, wenn man überreagiert hat und sich mal fett eine Babyziege gekauft hat? Das ist nicht dein Ernst. Darf ich vorstellen? Das ist Billy. Hast wohl zu lange auf das schwarze Loch in Fortnite gestarrt, oder? Hä? Wieso? Weil du genauso helle bist. Ich wäre wirklich nervös, wenn ich mit süßen Mädels schreibe. Oh, Cutie, du bist niedlich. Deswegen finde ich es echt toll, dass ich so easy peasy mit dir chatten kann. Ey, Pfatzenfratz. Hör auf, mit meiner fucking Freundin zu schreiben, du Hecht. Kapiert? Du meinst unserer Freundin, Bro. Hey. Hey. Wie geht's? Gut, dir? Mir auch, danke. Freut mich wirklich, dass du mir schreibst. Aber bin auch etwas überrascht. Du hast mich doch angeschrieben. Ey, heißer Feger, schick mal einen Dirty Pick. Möchte meinen Fantasien freien Lauf lassen. Na gut. Alter, was? Guten Abend, du stehst mit deinem Auto wieder auf meinem Grundstück. Ach komm, Karl-Heinz. Ich hab grad nochmal nachgeschaut. Das Auto steht vielleicht 5 cm über der Grenzlinie. Pass auf, 5 cm sind 5 cm. Kapiert? Sagt deine Frau wahrscheinlich immer zu dir, wenn sie schlecht drauf ist und deinen kleinen Lümmelpeter ertragen muss. Hey Liebling, sag mal, wann sehen wir uns eigentlich mal wieder? Wenn ich ein Bild auf Instagram poste, Schatz. Guten Anus, eine Wissensfrage an dich, also aufgepasst. Was ist die am wenigsten genutzte Einrichtung in Polen? Keine Ahnung. Das Bürgerhaus? Falsch, das Fundbüro. Hey. Lass mich endlich in Ruhe. Was denn los? Letzte Nacht warst du so besoffen, du hast mein neues MacBook in die Mikrowelle gesteckt und Käse drüber gestreut. Oh, echt? Ja, du sagtest, du machst dir einen Big Mac mit Käse. Upsi. Es war für mich nicht möglich, etwas in der Bücherei zu reservieren. Es war alles schon... Sag's nicht. ...gebucht. Ich biete dir meine Hilfe an, du geiler Hengst. Was für Hilfe? Alles, was du willst, Süßer. Kannst du mein Fahrrad reparieren, komm? Hallihallo, Henrik. Deine Mutter hätte so gerne das neue Schulklassenfoto von dir und deinen Freunden. Okay, Mama, hier, bitteschön. Mann, seid ihr dürr geworden. Ihr Kinder, esst mir zu wenig. Wenn du gleich nach Hause kommst, gibt's erstmal Happa Happa. Hey Schatz, du bist in letzter Zeit etwas komisch zu mir. Geht dir zurzeit irgendetwas durch den Kopf? Kurze Giraffe. Bitte was? Guten Abend, wie viel würde bei Ihnen eine Reise nach Spanien kosten? Gruß, Gerold G. Guten Abend, Herr G. Das hängt davon ab, wo Sie wohnen. Wenn Sie in Spanien leben, kostet Sie der Trip nix. Ich bin so stolz auf meinen Freund. Wieso? Er war letzte Nacht betrunken und hat mich nicht erkannt. Und darauf bist du stolz? Als ich versucht habe, ihn zu küssen, ist er einen Schritt zurückgegangen und hat gesagt, nein, stopp, ich habe eine Freundin. Oh, echt süß, Mensch.
Schatz, bist du da? Ja, was gibt's? Ah, wollte nur eben Bescheid geben, dass ich ein bisschen später nach Hause komme. Hier auf der Autobahn ist irgendein Trottel, der gegen die Fahrtrichtung fährt. Ich bin auch noch auf der Autobahn und komme auch später. Und stell dir jetzt mal vor, Schatzi, bei mir auf der Autobahn sind einfach mehr als 100 Autos, die in die falsche Richtung fahren. Na, Hotti Karotti? Willst du sehen, was ich da drunter für dich versteckt hab? Oh, du Perversling. Yes, zeig schon her. Oh, Noob. Putz mal lieber deine Zähne, du Ekelhafte. Da wiegst du wenigstens 3 Kilo weniger, Amina. Schlawiner. Ja, Leute, hier haben wir jetzt noch ein weiteres lustiges Video für euch. Zum Anschauen klickt einfach drauf. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.